Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr eine Bedieneinheit mit einem Smooth One koppelt. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ab Werk ist die Bedieneinheit mit dem Smooth One gekoppelt. Wenn im Servicefall Teile getauscht werden müssen, in dem Fall Antrieb oder Bedieneinheit, müssen diese neu gekoppelt werden. Erster Fall wäre neue Bedieneinheit ab Werk und unser Antrieb hier, den wir zuerst einschalten. Nun öffnen wir die Smooth Mobility App. Jetzt den Smooth One oben rechts verbinden. Smooth One verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung links oben das Menü öffnen. Einstellungen, Antriebs- und Bedieneinheit, Bedieneinheit. Ganz nach unten scrollen. Und unter Verbindung ersetzen Bedieneinheit wählen. Kamera öffnet sich, um den QR-Code scannen zu können. Bevor ich den QR-Code scannen kann, Bedieneinheit einschalten, Abdeckung öffnen, Bedieneinheit zeigt an, Pairing Mode. Jetzt kann der QR-Code gescannt werden. Falls die rote LED blinkt, haben wir das Zeitfenster zum Pairing überschritten. Dies beträgt 10 Sekunden. In diesem Fall das Bediengerät ausschalten und wieder einschalten und den Pairing-Prozess neu beginnen. Nach erfolgreichem Pairing-Prozess leuchtet die Signal-LED grün und es wird der Akku-Ladezustand durch 5 LEDs angezeigt. Nach erfolgreichem Verbinden unserer Bedieneinheit mit unserem Smooth gibt es nur noch die Möglichkeit, eine schon einmal verwendete alte Bedieneinheit mit einem neuen Antrieb zu verbinden. Um die bereits verwendete Bedieneinheit mit der neuen Antriebseinheit zu verbinden, müssen wir die Abdeckung von der Bedieneinheit abziehen. Hier ist der Pairing Process Button. Bedieneinheit einschalten. 3 Sekunden auf den Pairing Button drücken. Und dann wechselt die Bedieneinheit in den Pairing Process Mode. Nachdem wir das alte Bediengerät in den Pairing Mode gebracht haben, verfahren wir genau gleich in der Reihenfolge wie bei einem neuen Bediengerät.